Herr Schnell, die Euregio Bodensee-Tageskarte hat soeben den VCM-Mobilitätspreis gewonnen. Wie groß ist die Freude? Ja, die Freude ist sehr groß, weil die Euregio-Tageskarte eines der Schlüsselprojekte der internationalen Bodensee-Konferenz ist, seit Jahren. Und Vorarlberg auch eine sehr gewichtige Rolle spielt, auch bei den Verkaufszahlen sieht man im östlichen Bodenseeraum zum Beispiel, das ist die Zone, die sich am besten verkauft, der Tageskarte, und von daher macht uns das besonders froh. Was zeichnet in Ihren Augen diese Karte aus? Also sie ist ein sehr attraktives Angebot für die Kunden. Man hat eine Familien- und gruppenfreundliche Preisgestaltung. Man kann wählen zwischen verschiedenen Zonen. Sie gilt grenzüberschreitend in allen Verkehrsmitteln im Prinzip um den Bodensee herum. Und jetzt in Bezug auf den Mobilitätspreis, sie ist wirklich geeignet dazu, auch Fahrten im Freizeitverkehr, die bisher mit dem Auto gemacht werden, durch den öffentlichen Verkehr zu ersetzen. Man hat einfach auch mehr Spaß in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Gibt es künftig noch Pläne? Wird die Karte eventuell noch erweitert? Oder wie sieht die Zukunft der Euregio-Bodensee-Karte aus? Ja, es ist ein auf Dauer angelegtes Projekt, aber natürlich nicht leicht zu realisieren. Es sind 10 Länder, es sind 25 Partner, Verkehrsverbünde, Verkehrsunternehmen. Aber wir versuchen trotzdem, das so zu entwickeln, dass es noch einfacher wird. Nächstes Jahr wird die Zonenstruktur vereinfacht. 2012 soll eine Fahrradtageskarte dazukommen. Und wir wollen, wie gesagt, das auch längerfristig beibehalten.